Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Automobilista 2 und heute mit nicht einer ganz Bullshit-Folge. Ja, wir machen heute wirklich was Sinnvolles, wo ich echt Bock drauf habe. Was sehr wild vom Fahrverhalten her wahrscheinlich werden wird, aber es könnte sehr, sehr cool werden. Potenziell. Nämlich werden wir heute ein V8 Supercar nehmen und dieses über die Nordschleife fahren im Gewitter. Ich habe sehr Bock auf jeden Fall. Das ist jetzt kein reales V8 Supercar, das ist ein generisches von Ariza Studios, wie wir sehen, selber konzipiert. Ich bewege meine Maus so, als würdet ihr sie sehen, by the way. Ja, fällt mir gerade selber auf, dass das nicht so sinnvoll ist. Und ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das sich fährt. 631 PS, wir haben wir eine Traktionskontrolle? Glaube nicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, tatsächlich. Es wird hier auf jeden Fall nicht angezeigt. Warte, Elektronik? Nein, ich glaube, wir haben keine Fahrhilfen. Ja, das könnte witzig werden. Ich bin sehr gespannt. So, wir fahren natürlich Regenreifen, das ist klar. Und ich würde einfach sagen, let's go. Direkt. Also, das wird interessant. Das wird eine Nummer werden. Da wird die Menschheit sich dran erinnern, sage ich euch. Bin sehr, sehr gespannt jetzt. Wir haben natürlich kalte Reifen, wir haben kalte Bremsen, deswegen Vorsicht walten lassen. Wenn wir hier jetzt unterwegs sind. Zumindest so lange, bis die Reifen warm sind, mal ein bisschen. Vielleicht auch bewusst die Reifen ein bisschen durchdrehen lassen, ein bisschen den anderen ans Slide mal, damit wir ein bisschen Temperatur reinkriegen in den Wagen. Ah, doch, das passt auf jeden Fall so. Nämlich, ich würde interessieren, wo die Lichter sind. Das ist die Kamera. Ich hatte mir irgendwo die Lichter hingelegt. Negativ. Negativ. Ah ja, hat einfach mal umstellen, klar. Kann man auch machen. Okay, wir fahren ohne Scheinwerfer. Brauchen wir nicht. Brauchen wir absolut nicht. Wobei, doch, warte mal. Auf der Tastatur werden die ja irgendwo liegen. Da kann ich mir nicht anders vorstellen. Huch. Nee, ich möchte meine Sitzposition jetzt nicht anpassen, ehrlicherweise. Auf L vielleicht? Nee, das wäre zu logisch. Traktionskontrolle haben wir nicht. Jo, das sehe ich. Nee, Box jetzt auch nicht. Stabi. Okay, irgendwo hatten wir mal in einem anderen Leben. Das muss doch. Irgendwo muss das sein. Da, Steuerung. Konfiguration. Nee, Kontrollschema. Da. Fahrzeug. Scheinwerfer. Da. Machen wir mal hier hin. So. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir weitermachen. Wir haben keine Scheinwerfer. Das erklärt's. Okay. Ich suche mir da einen Wolf. Ich starte die Folge jetzt nicht neu. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, der Moment ist zu witzig, als dass ich den rausschneide. Oh, wir fahren die weite Schikane, ne? Oh ja, die. Oh. Trotzdem zu früh abbiegen. Ja, die schönere Schikane auf jeden Fall. Sehr geil. Ah, Spinala, die erste. Ja, guck mal. Haben wir wieder. Scheiße, doch nicht. So, komm, raus aus der Wiese. Gleich mal ein bisschen durchdrehen lassen. Ich möchte mal kurz sagen, dass die Reifen nicht lange halten. Ich bin jetzt schon bei mit einer Abnutzung hinten. Das gefällt mir nicht. Wir sind jetzt erst auf der Nordschleife. Gut, okay. Kann witzig werden, die Runde. Könnte sehr witzig werden.
Ich werde natürlich jetzt auch nicht versuchen, so übervorsichtig zu fahren. Ich bin erstmal ganz happy. Ich komme gerade aus der Folge mit dem Mercedes raus. Also mit dem LKW. Ich bin erstmal happy, dass ich einen Wagen habe, der bremst jetzt wieder. Kein 5-Tonner. Okay, das fährt sich... Es ist wahnsinnig herausfordernd, muss man ganz klar sagen, aber... Es macht richtig, richtig Spaß. Das ist halt das Ding mit Automobilista 2. Jedes Mal, ausnahmslos nicht, jedes Mal, wenn ich es spiele, denke ich mir, oh, das ist so geil. Das muss ich öfter machen. Und dann vergesse ich es wieder für ein halbes Jahr. So schade einfach nur. Ja. All good. Wir haben es im Griff. Fahren 250 gerade. Das Ding ist am Ende des Tages, ich bin kein Nordstreifen-Profi. Absolut nicht. Ich kann die Nordstreife nicht so wirklich. Deswegen, wenn ich jetzt einigermaßen durchkomme, ohne zu viele Unfälle zu bauen, bin ich sehr happy. Deswegen pushe ich jetzt auch nicht so ans absolute Limit ran. Weil ich es einfach nicht kann. Und wenn ich es mache, dann geht es halt schnell gerne mal drüber hinaus, ein Stück. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den Wagen nicht in die Wand semmeln. Das wäre Stand jetzt nicht der Plan. Na? Ja, hier bleiben. Bleiben Sie hier, lieber Wagen. Bleiben Sie wir, genau. Genau, einfach wir bleiben. Das ist so wild. Das ist viel zu spät. Jo, das war erwartbar jetzt. Ich habe die Kurve dramatisch unterschätzt, bin ich ehrlich. Ich dachte, ich würde ein bisschen später kommen. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Spielraum noch auf der Bremse, aber nein, hatte ich nicht. Ich habe es mit der Kurve verwechselt. Ich habe die Schikane komplett vergessen sogar. Wie gesagt, ich bin kein Nordstreifen-Experte. Oh Gott. Und da hatte ich jetzt Gripverlust einfach. Ja, wir haben ihn aus der Wand rausgehalten. Auch nicht schlecht. Meine Hinterreifen sind halb tot. Gut, wir sind ja schon fast am Karussell. Hier bleiben. Also ich gehe so weit, wie ich mich traue. Aber wie gesagt, jetzt nicht so komplett ans absolute Oberlimit ran pushen, weil das geht einfach schief. Ich meine, so wie ich es gerade mache, ist es schon anstrengend genug, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich sehe die Fahrt auf Supercars ehrlicherweise auf der Nordsteife Realrennen fahren. Gerade bei den Bedingungen könnte das richtig Spaß machen. Ich würde es echt interessieren, haben die wirklich aber keine Scheinwerfer? Oder hat einfach nur er das nicht? Hat Racer da vielleicht was vergessen oder I don't know, also... Das Ding ist halt, die Rennen, die ich von den Supercars gesehen habe, waren halt alle am Tag und nicht im Regen. Ich habe halt noch nie ein Regenrennen
oder Nachtrennen vor denen gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen, ob die Scheinwerfer haben oder nicht. Weil es kann schon natürlich auch sein, dass die keine haben, das möchte ich gar nicht abschreiben. Ich meine, es geht ja irgendwo in die Richtung Stockwagen oder Tourenwagen und die müssen ja keine Scheinwerfer haben, das haben sie ja teilweise nicht. Sowas wie Nesca oder Trans Am hat ja auch keine. Wenn die Strecke gut genug ausgeleuchtet ist, was die Nordschleife halt gar nicht ist, muss man sagen, dann geht das ja auch ohne. Ja. Auch wenn das hier natürlich jetzt schon schwierig ist, weil ich teilweise, wenn ich keinen Körper sehe, teilweise nicht, wo die Straße anfängt und wo die Straße aufhört und wo der Schotter anfängt. Beziehungsweise die Wiese. Hier wusste ich jetzt, aber ich habe nur ein bisschen zu schnell. Mein Gasfuß ist aber halt auch komplett am Kampfen gerade. Wir haben es gleich, wir fahren jetzt gerade Richtung Döttinger Höhe. Und ab da ist es nicht mehr viel, bis wir die Runde vorbei haben. Macht schon richtig Bock, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn es ein bisschen kontrollierbarer wäre und die Reifen vielleicht mehr als zwei Runden halten würden, könnte das auch echt verdammt ein witziges Multiplayer-Rennen sein. Muss man ehrlicherweise mal sagen. Ai! Jo, das ist die Wand. Das war das kleine Karussell, was mich jetzt ein bisschen zerlegt hat. Reifen nicht mehr so wirklich am Start. Aber täuscht mich das? Also seit wann sieht Automobilista 2 grafisch so gut aus? I don't get it. Physik wurde überarbeitet, das weiß ich. Da kann ich nur wenig zu sagen, weil ich habe es vorher nicht viel gespielt. Also dass ich da große Vergleiche ziehen könnte. Deswegen, dass die Physik geändert wurde, das weiß ich. Aber Grafik war mir jetzt nicht so bekannt. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Ich werde mir natürlich auch die Fahrzeuge aus dem Le Mans Update anschauen, wenn sie dann droppen. So wie Le Mans selber natürlich auch. Also da wird es auf jeden Fall ein paar Folgen geben, selbstverständlich. Mit den Hypercars und den GT3-Wagen und den neuen. Wenn wir schon mal in dem Spiel neue GT3-Wagen bekommen, dann müssen wir das auch nutzen. Aber bis dahin sind wir hier erstmal wahrscheinlich noch ein bisschen sehr viel beschäftigt mit dem, was wir gerade hier haben. Ja, die Hinterreifen sind halt dann, vor allem hinten rechts. Der hat nichts mehr. Jesus Christ, war das ein wilder Ritt. Halleluja. Wir haben eine Runde geschafft. Wir haben eine Runde geschafft. Halleluja. Was ein wilder Ritt. Was ein wilder Ritt. Meine Damen und Herren, das ist mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.